Es gibt immer wieder neue, seltsame Dinge in Luskan. Ein sprechender Fisch gehört dazu genauso, wie sich mit einem einbeinigen Bettler zu betrinken. Manche Dinge bleiben jedoch wie eh und je. So zum Beispiel die Vertrauenswürdigkeit gehörnter Händlerinnen. Spieleflut. Hallo, ihr Surfer. Willkommen zurück hier auf dem Kanal Spieleflut und beim Let's Play Together Sword Coast Legends. Wie immer mit uns dreien. Also der Peaches, hallo. Hallo. Und der Eisenseele. Juhu. Und wir müssen jetzt in einer Detektivarbeit alle Händler befragen. Und ich starte mit Birkins. Was wollt ihr kaufen? Nichts. Wir sind uns nämlich nicht sicher, ob die Händler, die nur so ein Verkaufssymbol im Kopf haben, ob wir die auch anquatschen müssen. Wir machen es aber. Da kommt kein Dialog. Nee, okay, da ist das dann gehen. Brannox, der Waffenhändler. Auch kein Dialog bei mir. Auch nichts. Die Juwelierin hatten wir schon. Edson, der Tränkehändler, ja, stimmt. Nee, der hat auch noch Tränke. Also dann sind es wohl doch nicht die mit. Dann sind es vielleicht welche im Laden. Ja. Also müssen wir nochmal in die Häuser rein. Shams Kräuter. So, hier ist jetzt nur dann Kräutersymbol. Aber den quatsche ich jetzt trotzdem an. Hallo Freund, willkommen zurück. Ein paar Heilmittel? Oh, da hat er aber einen Dialog. Genau. Habt ihr jemals mit einem Händler namens Bertrand zu tun gehabt? Ja, und dieser Mord. Was für eine Tragödie. Er war nicht mein wichtigster Lieferant, aber er wusste, wo man das wirklich gute Zeug herbekommt. Hoffentlich findet sie Edwin bald, aber ich bin mir sicher, dass er geflohen ist. Ihr vermutet, er ist darin verwickelt und kein Opfer? Selbstverständlich. Eine Lieferung Juwelen ist verschwunden und er ist nirgendwo zu finden. Welche Erklärung sollte es sonst dafür geben? Vielleicht wurde er entführt. Wenn er entführt wurde, hätten sie bereits von seinem Lösegeld gehört. Welchen Wert soll er überhaupt haben, einen einfachen Bürger zu entführen? Na, ich glaube, jemand wird ihm die Schuld anhängen. Wer? Und warum? Wenn es ein Raubüberfall war, sind sie mit den Waren bereits auf und davon. Ihr habt vielleicht recht. Bis später. Wenn das so, so ist, einen guten Tag. Der, glaube ich, war es nicht. Kann so, vom Gefühl her. Vom Gefühl her. Glaube ich, er war es nicht. Wo gehst du jetzt gerade rein? Ich habe eine Truhe übersehen. Ach so. So. Vielleicht ja auch unser Schmied oder so. Ja. Okay, das zerstörte Gebäude bringt auch nichts. Die Wache kann auch nichts sagen, oder? Nee. Nee. Wir können mal hier nach Solonin gucken, ob der was weiß. Aber wahrscheinlich nicht. You're back. Have you delved deeply into the secrets of your guild? Ist ja kein Händler. Nein, noch nicht. Well then, shall we pack up and leave, or are you planning to get back out there? Nein, er ist kein Händler, aber ich wollte nur mal schauen, ob er nicht vielleicht noch irgendwas weiß. So, hier ist nichts von Händler weiter. Schams Kräuter, Wohnsitz. Ich gehe nochmal in die Wohnsitze rein, wir waren noch nicht in allen drin. Wo bist du jetzt? Nur in den Wohnsitz rein, gucken, ob hier irgendwie... nicht nur eine Kiste, da steht sogar einer. Ja, da kannst du quatschen. Greetings, friends. It is a wonderful day, is it not? Schuldig. Well met, disciple of Corallon Lorethian. I hope the gods smile upon you this day. Oh, they do, fellow follower of the Seldarine. Though my travels are interrupted, my spirits remain high. Erzählt uns von euren Reisen. Oh, I wouldn't know where to begin. My companions and I met up at Athcatla for what I believe would be a simple journey to Baldur's Gate. But you know how adventures can turn out. Over time, we made our way up the Sword Coast to Waterdeep, through Neverwinter, and now here.
Our final destination lies in Icewind Dale. But I could not make the trip. So, I wait here for my party to return. Wie wunderbar, dass sie all die Orte erwähnt haben, zu denen schon Computerspiele gibt. Großartig. Wo war Deepwater? Waterdeep, das war... Waterdeep? Eye of the Beholder. Ah, okay, ja, ja. Spielte in Waterdeep, uraltes Spiel. Wobei, ja, mehr Städte gibt's ja eigentlich nicht mehr an der Schwarzküste. May the gods guide your travels. Ja, Eye of the Beholder. Das spielt in Waterdeep, wenn ich mich nicht komplett täusche. Aber ich meine schon. Ja, ja, spielt's. So, das war hier oben. Gut, dann probieren wir den Wohnsitz auch nochmal. Finders Keepers! Ein großer Heiltrank ist drin. Nehme ich. Für unseren Tank, ja, ja. Und ein Säurefläschchen. Das brauche ich nicht. Ist nur Loot. I'm on it. Anytime. So, da haben wir noch einen Wohnsitz. Aber ich glaube, hier waren wir schon drin. Yes! Nein, waren wir nicht. With pleasure. Eine Tunika war drin. Aber eine schlechte. Und hier ist eine Glocke drin. Also nur zum Verkaufen. Daneben ist das Buchlager. Und der Schmied. Na, gehen wir mal zum Schmied. Der komische. Willkommen in meinem Laden. Dann lasst doch noch mal eben schauen, na ob gut, der Schmied noch etwas findet. Wie ich sehe, habt ihr hier einen Teil eines mächtigen Stabes. Aber ohne die übrigen Teile kann ich nicht viel tun. In Ordnung, sonst noch etwas? Nun gut, öffnet mal und zeigt mir, was ihr habt. Kaum zu glauben. Ihr habt alle Teile eines netten Krummsäbels. 3000 Gold, was sagt ihr? Also ich kann mit Krummsäbel nicht umgehen. Ich brauche ihn auch nicht. Na, dann werde ich einfach gehen. In Ordnung, mein Kind. Bis dann. Mein Laden ist immer geöffnet. Jimmy schnarcht. Ich schlafe also kaum. Mein Kind. Ja, Mann, ey. Nur weil ich ein bisschen kleiner bin. So als Halbling. Kopf. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hi, Kiefer. Kannst du den eigentlich auch mitnehmen? Was? Wen? Oberhalb vom Kuriositätenladen. Ach so. Ich bin noch drin gewesen. Oberhalb vom Kuriositätenladen. Dieser Kiefer ist zu groß, um von einem Shamugi zu stammen. Gehört es vielleicht einem großen, weißen Hai? Ata. Dum, 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 dum. Buchlager, waren wir schon drin jetzt gerade oder nicht? Nee, waren wir nicht. Erst gerade. Also wir waren drin, aber wir haben nicht mit dem Händler gesprochen. Ja, genau. Da haben sie recht, mein Lieber, da haben sie recht. Ah ja. Habt ihr keinen Dialog? Nein, was? Doch, ich hab einen Dialog. Willkommen im Bücherlager. Also, kann ich euch behilflich sein? Was könnt ihr über Bertrand Lucere erzählen? Bertrand war ein guter Freund. Seine Geschäfte verhalfen ihm oft zu seltenen Folianten und viele davon hat er mir gegeben. Sein Tod macht mir Sorgen. Ein paar Tage vor seiner Ermordung hatte ich einen neuen Besucher in der Bibliothek. Er hat sich besonders für Bücher über Dämonen interessiert. Er kam am Tag nach Bertrands Tod wieder und suchte nach Informationen über Arkanjuwelen. Wer war es denn? Ja, er sagte, er sei ein Kräuterkundler. Ich muss aber zugeben, dass ich ihn nie sehr mochte. Es schien immer so, als ob er etwas verbergen würde. Er behauptet natürlich das Gegenteil. Aber er ist trügerisch intelligent. Trügerisch intelligent, indeed. Was habe ich gerade noch gesagt? Na, der wird es garantiert nicht sein. Mhm. Und es wundert mich auch, dass der vorher nicht mehr so stoned war. Hast du es mitgekriegt? Ja, habe ich gemerkt, ja. Und jetzt wünschte ich mir, ich hätte ihm nie... Naja, seid vorsichtig, wenn ihr ihn anspricht. Und bitte sagt niemanden, dass ihr dies von mir wisst. Ja, der wurde schon langsam klar, ich hab's gemerkt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun?
Nein, ich muss jetzt gehen. Schirm also. So, wo ist denn dieser Kräuterkundige? Ich komme total durcheinander hier. Ich hab's. Ich hab die verkackte Kamera so drehen. Ja. So, mein Freundchen. Willkommen zurück. Seid ihr ein paar Heilmittel interessiert? Bertrand? Ja, und dieser Mord. Welche Tragödie. Aber das hatten wir schon. Es war nicht mein wichtigster, blablabla. Hoffentlich finden sie Edwin bald. Aber ich bin mir sicher, dass er geflohen ist. Das hatten wir schon. Selbstverständlich. Eine Lieferung Juwelen ist verschwunden. Und er ist nirgendwo zu finden. Welche Erklärung soll es sonst dafür geben? Wie habt ihr herausgefunden, was gestohlen wurde? Oh, muss ich irgendwo gehört haben. Ihr habt in der Bibliothek früher ebenfalls Recherchen über Juwelen angestellt. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Sie sagte, wir sollen es ihm nicht sagen, ne? Nee, ja, genau. Also ich hab euch... Also müssen wir lügen, genau. Ich habe euch dort gesehen. Ich nehme an, ihr habt es nicht bemerkt. Ihr interessiert euch also für Dämonen? Gut, ihr habt recht. Und jetzt müsst ihr sterben. Kultisten. Kultisten. Das kann sie nicht so. I'd run if I were you. This should make quite an impact. Diese a well-deserved victory. Dann loote mal den guten Schirm. Ja, ich habe ihn erst nicht zu fassen bekommen. Gefaltete Nachricht. Schirm, ihr müsst bitte oben bleiben, damit niemand unsere Pläne durchkreuzt. Setzt euer Wissen ein und versiegelt den Eingang für einen 10-Tag. Für den Meister. Marceline. Ach, jetzt können wir da jetzt den großen Kreis anklicken. Ja, mehr scheint ja auch nicht zu sein. Dann klick doch mal. Ja. Dokumente. Eine hölzerne Luke scheint in einen Keller zu führen. Dicke, grüne Balken wachsen um die Griffe der Luke. Auf die Ranken einhacken, selbstverständlich. Ihr hackt an den Ranken herum, doch es nützt nichts. Sie sind so zäh, wie sie sind. Ja, dann Stärke. Soll ich das nachher machen? Ich probiere es jetzt. So. Fehlschlag, die Ranken bleiben unversehrt. Oh Mist, Luke öffnen. Die Mist. Ranken hindern euch daran, die Luke zu öffnen. Tarik! Ja, Tarik, ja. Ich brauch dich mal. Ich mach ja schon. Ich bin der super Unkrautjäter. Ja. So, ja, das habt ihr schon. Ja. An den Ranken einhacken. Ihr hackt herum, aber jetzt weiter drauf einhacken. Erfolg! Unermüdlich und entschlossen setzt ihr eure Angriffe auf die Ranken fort. Nach ein paar Minuten hört ihr wie ein lautes Schnappen, als hätten sie endlich nachgegeben. Wer ist hier hartnäckig? Na, die Luke öffnen. Ihr öffnet die Luke. Yes. Die Luke öffnet sich. Ja, nein, ist doch nicht wahr. Diese Luke aber auch. Ein Teufelszeug. Was betreten wir da? Geheimes Kultistenlager. Eine versteckte Luke führt in das geheime Versteck unter dem Kräuterladen in Luskan. Seine tatsächlichen Zwecke bleiben euch verborgen. Doch eure Instinkte sagen euch, dass dieser Ort nichts Gutes bereithält. Ein Kultistenlager. Na. Da werden Kultisten gelagert. Ja. Immer stapelweise. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es ein Kultistenlager ist. Denkst du bitte auch an deine Heilerin? Oh, hallo! Links und die Ecke sind 3 Stück. Heilerin ist da. Er hat ihn da weggestoßen. Ich tippe mal auf unsere Heilerin. Wahrscheinlich. Heilung? Los! Tu etwas! I'd run if I were you. Ich werde nicht geheilt, wenn ich getarnt bin. Kann das sein? Gibt's doch nicht.
Ach, hier wird. Falsche Taste. Los, Suche wieder anstellen. So. Ein zweihändiger Billigknüppel. Nee, boah, ich nehme auch mal mit. Und so. Fehlschlag, hat aber keiner gesehen. Hoffe ich zumindest. Muss ich auch noch mal hinlaufen hier. A well-deserved victory. With pleasure. That will do quite nicely. So, aber irgendwie ist hier nichts drin. Da ist aber noch ein Räumchen. Ja, ja, ja. Rechts um die Ecke sind noch drei. Geh schon mal. Ja, ich zieh mal die Heilerin vor. Oh. Die mich gesehen haben, Mist. Gut, dass wir alles die gleiche Gruppe haben. Das hilft auf jeden Fall. Und den hat's zerbröselt. Interesting battle. Ah, Gold. Okay. Halt, das ist auch noch was. Konstitution plus 1. Also plus 1 auf Konstitutionsrettungswürfe. Sorry, nee. So rum. Da ist mein Berserkerring oder wie auch immer der hieß. Besser. Der Siegelring. Dann mach ich mal die Tür auf. Okay, soll ich die Tür öffnen? Da ist Edwin und ein Elite. Elite-Cyrana. Warum heißt die Elite mit Vorvorhalt? Die Heilerin ist nicht im Raum. Jetzt scheinbar wie, schon. Wieso funktioniert das nicht? Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ihr solltet nicht hier sein. Schirm! Schirm! Schirm ist tot. Was? Wollt ihr mich zum Narren halten? Was für ein Unglück wird mich heute noch ereilen. Helft mir, bitte, helft mir. Lasst euren Gefangenen frei, sofort. Ihr habt keine Ahnung, wie wichtig das ist. Ich würde eher sterben, als euch das Opfer mitnehmen zu lassen. Vielleicht ist es wirklich wichtig. Okay, sterben wir. Oh. I require some assistance. Hallo. Warum kann er mich nicht? Wo rennt die Heilerin denn hin? Das ist eine interessante Frage. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, was ist denn? Warum ist sie denn? Ich dreh durch. Kann ich bitte einfach mal... Ich bin getötet. Irgendwie ist die Heilerin in diesen Flechtschaden reingelaufen. Ne? Ja. Und dann nicht mehr raus. Gut, komm, lad schneller. So. Wo sind wir jetzt? Oh, müssen wir nochmal machen jetzt. Ganz von Anfang. Oh, ganz von Anfang an. Dann würde ich vorschlagen, wir machen das nicht ganz von Anfang an. Wir machen hier direkt einen Cut. Weil die Folge, wir haben nicht schon überzogen um 3 Minuten. Machen einen Cut für die Folge und steigen dann mit dem Kampf bei der nächsten Folge wieder ein. Was haltet ihr davon? Gute Idee. Super. Dann sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.